Der Golf 2 ist der Megaseller aus Wolfsburg. Die Golfreihe wird gleichermaßen von Hausfrauen und Vorstandsmitgliedern geschätzt. Doch Jäger, Landwirte und Naturfreunde lernen schnell die Grenzen des klassenlosen Universalautos kennen. Abseits der Straßen ist Schluss. Diese Lücke soll der 1989 vorgestellte Golf Country schließen, der in seiner Entwicklung noch Montana heißt. Sebastian Busch hat ein Faible für den Geländegolf. Und das, obwohl er weder Jäger noch Landwirt ist. Über die Idee des Countrys, ob das von der Optik schön ist, kann man sicherlich streiten. Aber mir gefällt einfach diese Kombination aus erprobter Großserienlimousine und eben den Vorzügen leichter Offroad-Fähigkeit. Und das, denke ich, ist bei diesem Fahrzeug ganz gut gelungen. Basismodell für die hochbeinige Golf-Variante ist der Golf CL Synchro. Im österreichischen Graz entstehen bis 1991 mehr als 7500 Offroad-Exemplare des Wolfsburgers. Fertig montierte Golf werden bei Magna Steyr angeliefert. Auf der eigens gebauten Produktionsstraße machen 94 Bauteile aus dem Seriengolf ein halbwegs geländetaugliches Fahrzeug. Auch nach 15 Jahren präsentiert sich dieses Exemplar im Bestzustand. Nicht einmal 20.000 Kilometer hat er auf dem Buckel. Dieser Zustand ist eine absolute Ausnahme. In der Regel stehen Countrys heute nicht mehr so gut da. Das ist der Freilaufschalter für den Rückwärtsgang. Hier muss man eben ein bisschen aufpassen, dass der keine Feuchtigkeit zieht, weil er sonst eben in der Funktion beeinträchtigt sein könnte. Das hier ist die Viskokupplung für den mechanischen Allradantrieb. Die ist eigentlich wartungsfrei, aber man sollte eben aufpassen, dass hier eben kein Öl raustropft, sonst muss man die ganze Kupplung austauschen. Als nächstes haben wir hier den Abgasstrang, der ganz bestimmte Biegungen und Rundungen hat. Und das hat damit zu tun, dass wir hier diesen Leiterrahmen haben, der praktisch die Karosserie anhebt und wo dieser Abgasstrang eben drumherum gebogen ist. Auch Schrottfahrzeuge schlachtet Sebastian bis zur letzten Schraube aus. Selbst dieser Unfall-Country ist für ihn eine echte Fundgrube. Denn alle Teile, die nicht vom normalen Golf stammen, sind heute selten, sehr begehrt und vor allem teuer. Einfach weggeworfen oder verschrottet wird hier auf jeden Fall nichts. So, hier habe ich jetzt den Reserveradträger. Auch ein relativ seltenes Teil. Werde ich jetzt zum Verchromer bringen, weil hier eben ein paar Schadstellen durch Rost dran sind. Und dann wird er gut beiseite gelegt. Sondereditionen wie dieses Chrom-Modell sollten den schleppenden Absatz der Countrys ankurbeln. Nur 500 Exemplare verließen das Band in Österreich. Und VW setzt noch einen drauf und lässt für handverlesene VW-Mitarbeiter 50 GTI-Versionen bauen. Lars Neumann hat eines der raren Exemplare. Mein Vater hat das Auto so bestellt, mein Bruder hat das Auto dann übernommen und ist halt im Familienbesitz geblieben. Mit knapp 20 cm Bodenfreiheit steht der Ur-SUV im Gelände verloren da. Das Argument, den Komfort eines Kompaktwagens in ein Geländefahrzeug zu integrieren, überzeugt die Kundschaft nicht wirklich. Bei der Allrad-Variante verkleinert sich der Stauraum von 336 auf 230 Liter. Ihnen bleibt alles beim Alten. Ein einzelner Ventilator sorgt für Kühlung im Serien-Country. Dezenter Hinweis auf den GTI. Nur Schriftzüge und ein doppelter Ventilator am vergrößerten Kühler verraten, dass man vor einer echten Rarität steht. Auch die Plakette Wolfsburg Edition an der Mittelkonsole ist nur dem GTI vorbehalten. Insgesamt ist der Country 18 cm höher als der Seriengolf. Kuhfänger und Unterfahrschutz vervollständigen das Bild von einem Offroad-Fahrzeug. Mit fast 1,3 Tonnen Gesamtgewicht hat der 1,8 Liter Motor Mühe, den Koloss auf maximale 160 km/h zu beschleunigen. Je nach Ausstattung kostet der Country Anfang der 90er Jahre zwischen 32.000 und 42.000 D-Mark. Einen normalen Golf gibt es damals bereits für die Hälfte. Die Motorisierung beginnt bei 90 PS und endet beim 16V mit 129 PS. So, für den Alltagsgebrauch ist natürlich super, weil er eben diesen Allradantrieb hat, der eben permanent zugeschaltet ist. Und dadurch brauchst du eben dir um die Straßenverhältnisse nicht so viel Sorgen machen.
Doch für den Studenten stehen nicht nur Straßenlage und Offroad-Qualitäten im Vordergrund. Es ist relativ kostengünstig. Also wenn man das vergleicht mit einem Touareg oder ein adäquates Fahrzeug, ist sicherlich eine Anschaffung wesentlich teurer. Damals wie heute ist die Fangemeinde des Country dünn gesät. Doch wer einen hat, der steht auch felsenfest hinter dem Konzept. Dennoch werden diese Autos meist unterhalb von 5000 Euro gehandelt. Seit kurzem jedoch steigen die Preise. Der Country wird über kurz oder lang zum Kultmobil.